die Abrechnung. You. How fitting you should choose this moment to show your worthless face. What? It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardie pushes line Liberty streets selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Ich glaube, ich weiß, wieso sie über dich lachen, und du hast eine sehr feuchte Aussprache. Du musst mindestens 8 Yardie-Dealer außer Gefecht setzen. Beeilung, sobald sie das Bank verhökert haben, verschwinden sie wieder. Na, danke schön. Hier geblieben. Entschuldigung, aber es ist nicht meine Schuld, wenn die dann, also wenn dein Plan fehlschlägt und sie nicht so reagieren, wie du dir das gedacht hast. Ich habe meinen Job gemacht und wie gesagt, ich bin bloß Freelancer. Ich bin nicht irgendwie auf irgendeiner Seite. Ich mache, was ihr mir sagt und krieg mein Geld dafür. So, dann wollen wir mal. Bringen wir halt mal ein paar Yardies um die Ecke. Auch gut. Zack, Nummer 1. Wenn die jetzt alle einfach bloß dastehen, dann kann ich die echt ganz gemütlich hier mit dem Auto umnieten. So, halt. Oh Gott, die Kiste, bis die mal wieder den Rückwärtsgang einlegt. So, Nummer 2. Ich glaube, ich nehme mir mal hier die Waffe. Muni für die MP kann nie schaden. So. Ja. Ramm mich nur, du Arsch. Was ist das eigentlich für einer, der mich hier verfolgt? Keine Ahnung. Okay, 2 auf einmal. Dann müssen wir mal schauen, wie die hier gelagert sind. Okay, ja, das ist auch noch in Ordnung. So. Der andere hat es mitgekriegt oder nicht so? Nö. Der läuft einfach weiter. Auch hier sammle ich mal kurz die Muni ein. So, da sind es bloß noch 4. Drüben sind gleich 3 auf einem Haufen. Das ist sehr schön. Halt. Nicht über die Brücke. Es ist aber auch sehr verwinkelt hier, muss ich mal so feststellen. Okay. So ist besser. Ups. Mit dem Heck ausgeschaltet. Sehr schön. Sind tatsächlich sehr viele Yardies unterwegs, stelle ich jetzt so fest. Jetzt, wo ich weiß, wie sie aussehen. Okay. Weg da. Also der Wagen wird gut in Yardie-Blut gewaschen. Weil er doch wollte, dass wir unsere Schande mit dem Blut der Yardies wegwaschen. Insofern die Schande am Lack des Autos klebt, funktioniert das, glaube ich. Ist er jetzt unter der Brücke? Ja, sehr gut, sehr gut. Zack. Da war's. Nur noch einer. Vor allen Dingen springen überall welche rum. Kann ich nicht die einfach nehmen? Entschuldigung. Und der letzte. Sieg. 8 Stück erledigt. Ich kann natürlich auch gerne noch mehr erledigen, aber die 8 haben wir zusammen. Wow. Das lief nicht ganz wie erwartet. Platsch. So, schön weiter Muni sammeln. Es waren noch 8, oder? Weil die Mission nicht endet. Ja gut, dann machen wir halt weiter. Jetzt sind wir schon im zweistelligen Bereich. Kein Problem. Das ziehen wir weiter durch. Irgendwann werden sie schon genug haben. Okay, der hat sich verkrochen. Dann müssen wir uns wohl den anderen suchen. Platz da. Ah, okay, die verschwinden jetzt auch. Also sobald dann keiner mehr da ist, wird es wahrscheinlich vorbei sein. Ich schätze mal, der wird sich auch gleich verkrochen haben hier, der letzte auf dem Radar. Ja. Du hast 10er Yardies erwischt, Bonus $2000. Insgesamt also 10.000 für uns. Das war nicht so viel. Aber Kenji scheint zufrieden zu sein. Dann bin ich es auch. Und damit haben wir die Yakuza offenbar abgearbeitet.
So, ich würde sagen, wir gehen dann endlich mal auch in unserem Versteck vorbei. Das haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Aber ich glaube, es wird auch nicht so spektakulär sein, wa? So, da wir hier mit der Yakuza zu tun haben, stellen wir auch mal so einen Yakuza-Wagen hier rein. Die Garage ist schon stattlich, stelle ich fest. Auch sympathisch, mit dem Fahrstuhl. Gut. Haben wir den Fortschritt gespeichert und damit bleiben dann jetzt nur noch Nicht-Yakuza-Aufträge. Und ich würde sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, wir machen zuerst mal zu dem Telefon. Ich weiß nicht mehr, wie derjenige heißt, der da am Telefon für uns was parat hat, aber das wollen wir natürlich noch abarbeiten. Müssen wir bloß mal schauen, wo genau das jetzt ist. Das könnte dann wahrscheinlich irgendein Yadi-Typ sein, ha? Huh? Ja, wir werden es sehen. Ich schätze mal, es wird ein Yadi-Typ sein und es wird um Drogen gehen, aber schauen wir doch einfach mal. Schnelle Autos, schnelles Geld. This is King Courtney. Me Yadi Posse could do with them rude boy driver and people is saying you the man. Get to the waste ground opposite the stadium in a car and wait for the other hopefuls. I've got been watching checkpoints all over Staten. First driver to a checkpoint gets the bling bling. Then it's on to the next stop. If you get more checkpoints than any other driver, I can have me a little work for you. Definitiv jamaikanisch. Also, das ist auf jeden Fall jemand von den Yardies. Und wir werden uns mal einen Sportwagen besorgen. Die sind jetzt natürlich ärgerlicherweise alle verschwunden gerade. Aber hier fahren so viele rum, ich glaube, wir werden schon einen wiederfinden. Hoffe ich zumindest. So, war hier nicht immer einer auf dem Parkplatz gewesen? Ich hatte doch hier zumindest einen von dem Parkplatz mal runtergeklaut. Vielleicht hat derjenige ja mittlerweile einen neuen Wagen sich angeschafft. Nein, leider nicht. Gut, dann fahren wir halt einfach mal ein bisschen durch die Gegend und hoffen mal, dass uns einer über den Weg fährt. So auf dem Weg zum Startpunkt hin. Schon ärgerlich, als ich das gerade angenommen habe, waren gleich zwei Sportwagen. Nur weil ich die Kamera blöd bewegt habe, waren sie beide weg auf einmal. Na gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen fahren. Gerade eben waren noch hier noch so viele. Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt fahren sie ja alle bloß noch mit Lieferwagen und Schrottmöhren durch die Gegend. Ist ja nicht zu fassen, Mensch. Hallo? Ah, das sieht gut aus. Gleich im Doppelpack. Ich nehme den Stinger von den beiden hier. Wunderbar. Ich glaube, mit dem lässt sich's gut antreten da im Duell gegen die anderen. Oh ja, der hat Vorderradantrieb. Das ist natürlich geil. Mit dem wird es, glaube ich, relativ simpel, weil der eine gute Spurtreue beweist. Der ist nicht so einfach aus der Bahn zu bringen. Also dann, auf zum Rennen. Fertig machen zum Start. Okay. Ihr habt komische Autos für ein Autorennen. Wollen wir uns nicht alle in einer Linie platzieren? Wie man das macht bei Autorennen? Nein? Na gut, dann nicht. Auf geht's! Bis bald. Ich fahre da mal zum Checkpoint. Seht meine Hinterlichter und verzweifelt! So, wo muss ich denn hier langfahren? Das ist jetzt natürlich, das ist natürlich was Gemeines ohne Karte. Wenn man jetzt auf gut Dünken irgendwie losfahren muss und hoffen muss, dass man den richtigen Weg wählt. So. Nummer 2. Und vor allen Dingen dadurch, dass wir den nächsten Checkpoint dann aktivieren, kann es auch sein, dass wir die anderen in eine bessere Lage als uns selbst bringen. Muss ich jetzt? Nein, ich muss nicht hier oben hin. Okay. Nummer 3. Jetzt zum Beispiel sind die anderen besser postiert als wir.
Das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich. Ach so, gut, er hängt fest. Ah, du Sau. So, ihr fahrt alle irgendwo dagegen, das ist okay. Ich mach dann mal mich wieder an die Spitze. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, hier zu gewinnen. Es sei denn, mein Auto wird geschrottet und ich habe dann nur noch eine Schrottmühle. Ha! Das ist ja gemein. Ja, danke. Genau, und der nächste ist gleich davon um die Ecke. Super. Ja, Arschlöcher. Das war jetzt echt mies, ganz ehrlich. Haben die gleich zwei dort, Entschuldigung, hingebaut, dass die wirklich dann gleich durch beide durchfahren können. So. Ich glaube, den kann ich wieder vergessen. Oh, shit. Kann ich, glaube ich, die anderen durchfahren lassen. Ich fahre trotzdem mal in deren Nähe. Ach nee, es ist ja noch ein Stück. Ja, wenn die so fahren, dann kann ich es vielleicht sogar noch schaffen. Wobei, nee, die sind schon schneller. So. Diesmal bin ich aber wieder dran. Wieder ein bisschen Abstand zu denen hier kriegen. Vielleicht sind sie ja mal wieder mehrere auf einem Haufen jetzt. Das wäre sehr schön. Da habe ich dann vielleicht auch mal was von. So. Oh, Leute, ihr seid solche Ärsche. Das ist so gemein. Wo ist denn das Ding? Hinter mir? Ja! Schön. Blind durch den Checkpoint gefahren, rückwärts. Großartig. So, den hole ich mir. Zack. Oh, Leute, aber ich habe schon gewonnen. Oder? Ach nein, das waren ja nicht alle für mich, sondern das waren insgesamt jetzt 8, ne? Verstehe ich das richtig? Ich glaube schon. So, die stellen sich blöd an, das heißt, ich schnapp mir den wunderschön. Ich glaube aber trotzdem, mehr als ich dürfte hier keiner zusammenkriegen. Jetzt schon. Alter, was war das denn? Manchmal ist das Spiel echt abgefuckt, was die Physik angeht. So, auch dieser Checkpoint geht an mich. Oh, wunderbar, der liegt gleich weiter auf der Linie. Endlich habe ich auch mal was davon, hier der Erste zu sein. Oh. Ich fahre mal nicht durchs Stadion durch. Vielleicht würde das auch gehen, aber ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht pioniermäßig im Rennen erkunden. Das wäre irgendwie blöd, falls es nicht funktioniert. Und ich dann feststecke da drin. Wunderbar, du bist erster mit 11 gewonnenen Checkpoints. Das waren doch tatsächlich alles meine, die da angezeigt wurden. Naja, dann habe ich wohl deutlich mehr als alle anderen zusammen. Ne? Fast dreimal so viel wie die anderen zusammen. Gut, das hat wunderschön funktioniert. Und ich denke, das wird wie bei den Diablos sein. Wir haben uns damit mal wieder als würdig erwiesen, eine richtige Mission anzunehmen. Also dann, her mit den ordentlichen Missionen. Uzi Rider. Two of my boys will be there any second to take you for a ride. See if you use the article or a sister or something. Okay. Echt jetzt? Im Perennial? Schön, wie sie sich den Weg frei checken. Na gut, dann lass uns mal loslegen. We're going for a little ride into Epburn Heights. Kill me some filthy Diablo boo-boo spin batting up me lady Queen Lizzie. You do the driving and the shooting and the dally in a boot. We'll make sure you don't get cold feet. Here, you'll need a piece. Schön. Wie lange hast du dafür gebraucht, das Rap-Piece einzustudieren? War auf jeden Fall sehr cool. Let's drive. Let's drive. Okay, wenn es nach Hepburn Heights zu den Diablos geht, dann werden wir wohl wieder die Seite wechseln müssen. Die Insel wechseln müssen. Ist in Ordnung. Dauert halt bloß wieder eine Minute, das ist das Ärgerliche dabei. Gut, fahren wir erstmal ein Stück nach Osten. Oh, ist ja gut, Mensch. Diese blöden Kartelltypen, ey. Gut, ich wollte nur sicher gehen, dass es wirklich drüben ist. So, also wieder rüber zur Callahan Bridge.
ich muss halt sagen, von der Infrastruktur her ist es halt wirklich ein bisschen sehr unpraktisch aufgebaut hier, das Ganze. Also als hätte man eleganter lösen können, glaube ich. Mit der Callahan Bridge als einziger Verbindung, und die ist auch tatsächlich immer so blöd erreichbar, dass man so weit nach Süden fahren muss. Weiß nicht so richtig, ob das passend ist. Aber naja. Halt, hier bin ich falsch, oder? Shit. Habe ich mich jetzt verfahren? Ich glaube schon, oder? Oder war das hier erst? Ich glaube, ich habe mich verfahren. Scheiße. Ich habe mich verfahren. Ich fasse es nicht. Kommt davon, wenn man die ganze Zeit quatscht beim Autofahren. Ich sollte die Klappe halten, immer wenn ich Auto fahre. Nichts mehr sagen. Ach, siehst du mal, deshalb, wir fahren auf der falschen Querstraße. Entschuldigung. Deshalb wird das hier nichts, weil wir unter der Straße durchgefahren sind, auf die wir müssen. Siehst du mal, da müssen wir hin. Also am Ende doch gar kein Unaufmerksamkeitsproblem, sondern eher ein Problem mit den Querstraßen. Mal wieder der Infrastruktur letztendlich. Gut. Da sind wir wieder in Portland und können uns gleich mal wieder an den Diablos vergehen. Wir haben gut Muni für die Uzi gekriegt. Ich glaube, damit lässt sich so einiges Schindluder anstellen. Mit 400 Schuss können wir so einige Köpfe zum Zerplatzen bringen wahrscheinlich. Wenn wir es bis dorthin schaffen. Wenn wir nicht vorher schon von den Triaden totgeballert werden. So, können wir nochmal Luigi guten Tag sagen in seinem Tittenclub. Hallo Luigi. Lange nicht gesehen. So, und dann sind wir mal wieder hier. Da waren wir ja vorhin schon. Na klar doch. So, die können wir auch gleich einfach überfahren, die Typen. Kein Problem. Da können wir uns nämlich die Muni sparen. Und für andere Sachen aufheben. Guten Tag, Herr Polizist. So, darf ich denn Hepburn Heights verlassen? Denn wenn nicht, dann müsst ihr mir sagen, wo es aufhört. Ich mache einfach mal weiter. Wow. Schön auf allen Vieren bleiben. Der eine hat Glück gehabt. Gut, dass ihr so schön sichtbar seid mit euren Hoodies. Weg da! Echt jetzt? Dafür bin ich hergekommen? Ach Leute. Komm, das mache ich hier als Zeitvertreib nebenbei, wenn ich sonst nichts Besseres zu tun habe, mal 10 von den Diablos überfahren. Entschuldigung. Und das setzt ihr mir als Mission vor? Ich weiß ja nicht. Dieses Matschgeräusch ist so unglaublich eklig. Gut, da sind wir wieder an der Callahan Bridge. Jetzt auch noch zurückfahren, ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber naja, wenn es denn sein muss. Wir stellen auf jeden Fall fest, Portland ist wirklich Kriegsgebiet. Egal, wo wir da hinkommen, es wird immer geschossen. Hier in Staunton Island, da ist es wenigstens bloß der Nordteil der Insel, in dem auf uns geschossen wird. Aber in Portland überall. Triaden schießen auf uns, Diablos schießen auf uns, Mafia-Leute schießen auf uns. Alle haben was gegen uns. Na ja. So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe mal, wir müssen direkt wieder zum Telefon mit den Jungs. Dann können wir nämlich direkt weitermachen, sofern es noch einen Telefonauftrag gibt. Sieht aber nicht so aus, ne? Ich glaube, das ist ein anderer Ort. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. War jetzt nicht so die Riesenherausforderung, muss ich sagen. Okay, you're the kind of man we like to spread now. You're hiring, man. Real shooter. Real shooter. Okay. $10,000 für uns. Wunderschön. 1000 pro Kopf. Einfach nur dafür, dass man die Leute überfährt, die sich noch nicht mal wehren, sondern die wegzulaufen versuchen. Bin ich dabei.